Wir lernen ja noch, wir entdecken ja das Ganze mit dem Segeln und den Boden und den Rümpfen und Kiel und weiß der Teufel was oder so. Ne? Ich möchte wirklich nicht auf diesem Kahn sitzen und denken, wann bringt der Pott mich jetzt um? Hallo erstmal. Hallo erstmal. Willkommen bei Sailing Pilots. Ne? Also wir haben jetzt hier eine neue Location. Also wir haben das Plätzchen und Büro zur Verfügung gestellt gekriegt, das ein bisschen größer ist als Cockpit. Ja. Ja. Da werden wir euch jetzt in Zukunft berichten, wie es bei uns denn so weitergeht mit unserer Suche nach dem Boot und was wir so entdecken. Ich meine, wir lernen ja. Wir mussten ja erstmal rausfinden und uns klar darüber werden, was wollen wir? Okay, wir wollen auf dem Boot wohnen und leben und wir wollen übers Meer segeln, einmal rundherum. Ja, so. Rundherum. Dann heißt es ja, was brauchen wir denn eigentlich? Was gibt es denn eigentlich? Und dann haben wir jetzt inzwischen festgestellt, dass das Boot doch ziemlich stabil sein sollte, wenn man sowas macht, wie wir das vorhaben. Und nicht, du kennst ja das Wort Funkschlag, das kennt man ja beim Flugzeug. Ne? Ja, und nicht, also wenn in 30 Jahren fliegen, habe ich bisher dreimal Vogelschlag. Genau, und es gibt ja wohl Boote. Ne? Ja. Wenn man so einen Vogelschlag von so einem Pinguin kriegt, weil dann die Hülle so dünn ist, dass der Pott dann halt absäuft. das haben wir alles so inzwischen so, also nicht gerade das erlebt, ja. Aber die Qualität der Rümpfe und so weiter, die wir inzwischen erfahren haben, was es da gibt, hat uns also dazu geführt, es wird definitiv kein Production Boot werden. Also ich stelle mir das vor, da kommt dann so ein Pelikan so im Tiefflug übers Meer. Ne? Der fliegt dann so direkt auf den Rumpf von deinem Boot zu. Und wenn es gerade aus der Welle hochkommt, ja, schlägt er mit dem Schnabel ein. Dann bleibt er da stecken. Also bei 5 mm oder 0,5 mm Rumpf. Ja, ich meine 0,1 mm Gelcoat und dann 0,5 mm Glasfaser, innen drin Balsa. Dann nochmal 0,5 mm Glasfaser nach innen und noch ein Hauptgelcoat. Ne? Das ist dann der Rumpf, den man verkauft kriegt heutzutage als hochseegängig. Willst du mit so einem Boot jetzt über den Pazifik fahren? Nein. Nee. Dann, ich meine, wie hießen die denn dann? Bei manchen hat das doch aufgeschrieben hier. Ich habe Notizen gemacht. Sailing Aurora war das, genau. Ja. Sailing Aurora, das waren glaube ich, das ist der Junge, der dann gesagt hat, guckt euch das mal an, das, was ich euch jetzt zeige, das steht in keinem Verkaufsprospekt. So, wie die Hüllen heutzutage gebaut werden. Ja. Das ist doch ein Kumpel, der mal erzählt hat, wie die Dinger aus Polen kommen. Ja, ja. Also ein Kumpel von mir, der ist irgendwo, was weiß ich, oben an der Ostsee oder so, macht er öfter Urlaub. Und da kam so ein LKW, der hat die ganzen Hüllen gebracht für irgendeinen so Hersteller. Und da sind die dann fertig gepresst und dann ist es einfach nur die Hülle und in die wird dann ins Skelett eingeklebt. Ja. Das Problem ist, dass das bei den meisten wohl noch nicht mal laminiert wird, sondern geklebt wird. Und an dem Skelett hängt dann der Kiel dran. Ja, das ist noch so ein Thema. Ne? Und wenn man dann Glück hat, dann löst sich das Skelett wieder vom Rumpf. Rolf und Bärbel, die Segeleinsteiger, haben ja jetzt gerade so Pech gehabt. Ne? Ja, einen Schaden von 60.000 Euro am Rumpf produziert. Ne? Das ist da unten alles mehr oder weniger aufgerissen hat, weil halt alles irgendwie nur geklebt wohl war, schlecht geklebt war und dann natürlich auch der Rumpf viel zu dünn war, um diese Belastung scheinbar aufzunehmen. Wenn ich da um die Welt segle, auf so einem stabilen Boot, das gut im Wasser liegt, ne, dass mir vom Gefühl her beim Segeln auch, wenn es in die Wellen eintaucht und so einfach mal so,
das sich einfach gut anfühlt. Wenn ich 10 Tage länger meine Ruhe vor der restlichen Welt habe, es kommt noch an, wen ist es ja auch. Okay. Ja, dann ist es noch 20 Tage okay, ne? Genau. Eventuell. Also. Genau. Wenn du so, ich weiß halt auch, kriegt man auf mehr dann WhatsApp, wenn irgendjemand schreibt, keine Ahnung, wenn die Schwiegermutter sagt, hey, ich freue mich schon, dich in der Karibik begrüßen zu dürfen. Warum wollte ich wieder umdrehen? Nö, dann man muss ja den Kanal. gleich den Panama-Kanal oder sowas. Ja, ich denke mal, klar, es ist eine Frage des, was will man mitmachen? Will man jetzt Coastal Cruising machen, mit der Familie am Wochenende, mit Freunden raus? Das ist eine ganz andere Nummer als, oder will man Racing machen, dann ist es aber auch wieder ein ganz anderes Boot als so eine Pegasus 50, finde ich. Oder will man halt einfach Blue Water Sailing machen rund um die Welt und einfach mal in aller Ruhe diesen Planeten da so mal abzuschwimmen und so. So Otto-Normalsegler, wie wir es werden. Ne? So kannst du sagen, ja, ich glaube, man hätte mal, das ist genau das Problem. Ja, ich glaube, man hätte mal, dass wir Otto-Normalsegler werden, sondern ich habe so langsam das Gefühl, dass der Otto-Normalsegler der ist, der viel zu viel Geld hat, hat so ein Boot irgendwo im Hafen liegen, ruft einen an, reparier mal alles, ich komme dann nächste Woche und dann kommt er. Oi Sandro, serata fiacca, ancora è presto. Devono chiudere i cinema, nei ristoranti stanno chiedendo il conto. Un po' di pazienza vedrai che verso le 2 la serata si aggiusta. Man nimmt es und fährt mal eine Woche aus dem Hafen raus, und fährt an einen schönen Beach, der möglichst 10 Meilen weg ist, damit er bei schlechtem Wetter wieder reinmotoren kann. Ja, ja. Und das ist für mich, glaube ich, so, also wenn ich mir das Angebot angucke, der Otto-Normalsegler, habe ich so langsam das Gefühl. Oder irgendeiner, der bei wunderschönem Wetter und 4 Wochen voraussichtlich Hochdruckwetterlage mal im Mittelmeer rumgrüßt. Wenn der drauf leben will, gibt es ja eigentlich nicht viel. Nee, und ich meine, wenn ich jetzt nicht über den Ozean gehe, ne, dann ist eigentlich, also das, was wir für uns entdeckt haben, ist Safety First. Ne? Ich bin da irgendwo draußen, 2000 Meilen auf dem Meer, und dann bin ich mit meinem Boot da unterwegs und dann liegt da ein Container quer. So, bam, dagegen. Und dann habe ich, einen Balsamerholzrumpf. Da gab es doch den schönen Film mit dem, wie hieß er? Robert Redford. Robert Redford, genau. Oh, der ist so grottig. Ja, aber der hat auch einen Container am Boot. Ja, der hat bestimmt einen Container genommen. Genau, der Robert hat den so. Ja gut, für amerikanische Verhältnisse ist es schon sehr authentisch. Ja, vor allem ist viele sprechen in dem Film. Aber, ja, das ist ja eine Sache. Nein, aber ja. Sowas kann passieren. Oder ja, klar, wenn ich mir als die Videos angucke, wenn die da drüben irgendwo bei Panama, wenn da irgendwo ein Baumstamm angeschwommen kommt oder so, ist halt die Frage, hast du einen Kratzer oder hast du ein Loch drin? Ich finde es inzwischen krass, wie gesagt, wir betrachten das ja aus einer ganz anderen Sache, wir kommen ja nicht aus der Seglerszene. Wir sind ja sozusagen. Ja, erst hin. Ja, wir sind ja, wir betrachten das ja so von außen. Und wenn man dann, wir gehen dann mit so einer bestimmten Vorstellung hin, wie das aussehen soll und wie. Dass wir uns da gut fühlen mit so einem Boot und was soll es denn sein? Und ich sage ja, ich mit meinem alten Theorie-Clipper, den ich mal, wo ich sage, das finde ich ein geiles Boot, wo dann viele gesagt haben, das ist jetzt aber halt gar, ja, also nur Arbeit und boah, da, du musst ein Boot kaufen, das also nicht älter als 20 Jahre ist und so weiter. Inzwischen ist es so, ich bin der Meinung, das muss mindestens 20 Jahre alt sein. Nehmen wir mal, was haben wir? Ich meine, man kann ja auch jetzt sehen, ne, wenn sie die Rümpfe bauen heutzutage, bei Bavaria zum Beispiel, da gibt es ja so ein paar diese Produktionsvideos, wie die den Rumpf bauen, wie sie dieses Skelett da einbauen und einkleben. Ne? Ja. Wie Rolf und Bärbel hatten da die Segeleinsteiger, ich packe euch den Link noch rein. So, oder auch der Sailing Aurora, der halt eine Hanse hatte, wo es genau das gleiche ist. Jetzt kommen so die Einwände, ja, aber Hallberg Rassi ist dann natürlich was ganz anderes. Nee, eben nicht. Hallberg Rassi macht inzwischen genau das Gleiche. Ja. Die bauen genau das Gleiche so. Also,
Oder Amel, ja? Ich glaube, der Gründer von Amel, hieß der Amel, der alte Amel, genau. Ja, der die Amel-Boote gebaut hat früher, die entworfen und entwickelt hat. Die neuen Amels werden genauso gebaut. Der Typ dreht sich wahrscheinlich im Grab um, wenn das erfährt. Oder? Diese Boote, die früher halt so ein Inbegriff von Stabilität und Qualität waren, als Blauwasserboot, die gibt es gar nicht mehr. Bis auf zwei jetzt, die wir entdeckt haben. Ne? Rastler und Kraken. Ja. Und alles andere ist unter anderem mit der Entschuldigung, ja, wir wollen ja aber auch ein bisschen Performance haben beim Boot. Ne? Wo man dann halt anstelle von 6 Knoten im Schnitt 8 Knoten fährt. Super. Wir lernen noch. Das muss man immer sagen. Wir haben ja jetzt schon Zuschriften gekriegt und Kommentare und man muss ja immer dazu sagen, wir lernen ja noch, wir entdecken ja das Ganze mit dem Segeln und den Boden und den Rümpfen und Kiel und weiß der Teufel, was das so gibt, ne? Meerjungfrauen. Ja. Also Meerjungfrau mit Doppel-E. Nicht noch mehr. Nicht mehr mit wir kommen gerade so in Themen rein, wie gesagt, so als Newcomer, so komplette Newcomer. Ne? Und wir betrachten ja das wirklich so von außen, wo wir dann denken, von was reden die denn da? Ja? Da hat man so einen Schnitt, also bei einer Segeljacht, sag ich mal, so einen Schnitt, was kriegt man denn zusammen? Vielleicht hat man ja mal 12 Knoten. Ja? Ja, wenn es richtig gut läuft. Wenn ein bisschen Wind ist und ja. Die See ist ganz ruhig, ja, kann man wahrscheinlich mit jedem. Schneller, aber gut, da habe ich 12 Knoten, aber ja. Im Schnitt habe ich einen 6 Knoten. Atlantiküberquerung, wenn ich so einen Schnitt nehme, 5 ja. bis 6 Knoten. Ich habe es ja mal ausgerechnet, 2500 Meilen, ja, irgendwo über den Atlantik drüber, keine Ahnung, ob das so stimmt, ist einfach mal so eine Musterzahl. Ja, geteilt durch 6 Knoten pro Stunde, dann brauchen wir 17 Tage bis in die Karibik, wenn das jetzt die Entfernung wäre. Ich muss mal gucken, ob es noch stimmt. So, die meisten herrschen so. Mit 30 Farben. Oder? So, etwa, ja. Also. So, und wenn ich jetzt sage, wenn es kommt, boah, ich habe jetzt ein schnelles Segelboot, ich bin ein Racer, mein Segelboot muss irgendwie Speed bringen, ne? Dann habe ich im Schnitt 8 Knoten. Ja. So, dann brauche ich 14 Tage. Ja, super. Super. Ja. Ja. Ich meine. Also, wenn ich noch lebe, ist mir egal, ob ich 3 Tage länger jetzt am Farm bin oder vor Anker lege. Also, ja, ich mache doch ein Ocean Crossing. Ja. Nicht, weil es ein Rennen ist, sondern weil ich halt um die Welt fahre und Zeit habe. Da geht es ja eigentlich drum. Ne? Ich würde ganz gerne, wenn es soweit ist, für ein älteres Boot viel Geld ausgeben, wenn es ordentlich ein Schuss ist. Ja. Ja. Also wenn einer schon so ähnlich wie wir versucht hat, vorauszudenken und alles wirklich einen Schuss gehalten hat. Ja. Aber, letzten Endes bleiben 3 Kriterien übrig. Ein möglichst stabiler Rumpf. Ja. Ja, stabil. Einfach jetzt nicht irgendwo. Ich habe kein Problem mit Balsa oder so irgendwie was. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer die sind, wo die dann anfangen, ihr Boot abzuschleifen. Ach, das waren die, wo gesagt haben, wo das Viehzeug auch im Boot drin war, glaube ich, oder? Ja. Die dann später, ja. Genau, die haben nur Probleme über Probleme mit dem Boot, was sie gekauft haben. Und dann haben die außen geschliffen, am Rumpf, ne? Und da war so eine weiche Stelle. Und dann ja, dann ging es eben weiter. Ja, genau, dann ging es eben weiter, weil innen drin im Rumpf das Panzer weggefault war. Warum auch immer da Wasser reinkam und woher auch immer. Also, ja, aber eigentlich ist es besser so. Das heißt, dann ist es gemacht. Mir wäre eigentlich im Nachhinein, oder mir wär lieber so ein Boot, wo irgendeiner sowas dokumentiert hat und hat es repariert. Ja. Wie einer, der gar nicht geguckt hat oder so. Ja, die wussten ja auch nicht, dass das da so weich ist. Erst beim Rausholen aus dem Wasser und dann halt irgendwo an die Fouling und alles wieder neu machen und dann gab es halt die Stelle, die Moin, Moin, Moin gemacht hat. Tja, ich verlinke euch das natürlich auch, klar. Ja, also Kriterium, was wir jetzt bei uns herausgefunden haben, ist halt, dass wir das, was wir machen wollen, wir wollen drauf leben, wir wollen um die Welt segeln. Kriterium ist folgendes, never ever ein Production Boot aus der jungen Produktion, stabiler Rumpf. Langkiel? Ja, es muss ein Langkiel sein, definitiv ein Langkiel. Und Skeg. So, und das Ruder muss ein Skeg haben.
Das sind so die drei Kriterien, die wir haben jetzt. Also heute ging es jetzt mal so, oder ging es jetzt mal so mehr oder weniger um den Rumpf. Also ja. Stabiler Rumpf. Und ein stabiler Rumpf bedeutet wahrscheinlich schon auch, dass man den entsprechenden stabilen Kiel da unten dran hat und nicht einfach irgendwo angeschraubt. Ja, wir haben es ja gesehen, weil Rolf von Berbe, mein Segelansteiger, zack, vom Bier, 60.000 Euro. Ja, ja, im Landtier wäre es nicht passiert. Im Landtier wären wir schon, wenn die wahrscheinlich einfach so. Gut. Also, jedenfalls Rumpf ja. Bei uns. Rumpf. Dicker Rumpf. Dicker, stabiler, schwerer Rumpf. Kein Cut, sondern wirklich Monohull und dick. Und für das nächste Video kein angeschraubter Kiel. Definitiv nicht. Wir wollen echt nicht, dass unser Boot uns umbringt, oder? Nee. Bis zum nächsten Mal.